Egal, was für ein Luxusauto ihr kauft, mit so einer Qualität wird nicht mehr gar nicht gearbeitet. Guck, was runtergefallen ist. Vom Partikelfilter. Das war der Ausgang. Also normalerweise ist der Ausgang nicht so wild. Nicht gut. Das ist nicht gut. Also heißt das, ist das da drin auch verrußt? Ja, es kann aber auch sein, dass er kaputt ist. Eidosch. Was hast du denn alles hier gemacht? Ja, ich musste auf dich warten. Dann habe ich gesagt, dann klebe ich das Ding ab, mach das schon mal ein bisschen sauber. Hast du gut gemacht. Ich habe ein bisschen sauber gemacht mit ganz normalen Bremsreiniger ein bisschen. Mhm. Das ganze Öl weg. Da war ja alles ölig. Es kann ja sein, dass es auch tiefer war. Kann man ja nicht wissen bei so einem Auto. Oder ein Loch? Die müssen ja irgendwann die ganzen Glühkerzen rausholen. Und da werde ich einen Special-Gast haben. Und er ist der King, wenn es um Glühkerzen geht. Er hat auf YouTube auf jeden Fall so einen Rekord am Laufen. Echt? Ja, und es kann jetzt nochmal passieren, dass nochmal 10 da drauf kommen. Ich werde da schon mal einsprühen für ihn, weil der ist ja bald da. Wir sprühen das ein. Das mache ich auf jeden Fall jetzt ein paar Mal. Motorraum sieht aber schön aus, ne? Ja, richtig. Muss ich sagen. Also, ja. Sauber. Da waren ja voll die Pfützen hier. Ja. Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Also, wenn ich jetzt so alles mal Revue passieren lasse und die ganzen Sachen sehe, denke ich so, ist doch gar nicht so schwer gewesen. Ne? Aber wir sind aber noch nicht fertig. Wir müssen noch die Turbos ausbauen. AGR ausbauen und vielleicht auch nicht Krümmer ausbauen. So, Eidosch, die Seite hat ja sehr stark gerußt. Ja. Und die Seite nicht. Genau. Und ich habe mir den letztens mal so angeschaut und ich habe was entdeckt. Ich glaube, ich weiß auch, warum der rußt. Bin mir nicht 100% sicher, aber wir können ja alle zusammen philosophieren, ob das so stimmt oder nicht. So, Eidosch, guck mal das mal an hier. Ne, das ist die Klappe vom AGR-Ventil. Mhm. Guck mal, wie der steht. Du siehst das, ne? Der sitzt nicht richtig zu. Du siehst, da ist so ein halber Zentimeter Platz. Mhm. Und jetzt komm mal rüber. Das ist ja das Geile bei dem. Was wir alles hier verbaut haben, aber auch drüben. Haben wir sofort einen direkten Vergleich. Das ist super. Und hier, guck mal, wo der sitzt. Der liegt an. Okay, und der andere war nicht, ne? Der andere nicht. Siehst du ja richtig hier. Ja, stimmt. So, und weißt du, was ich dann glaube? Dass die Klappe immer auf war. Dass die Klappe nicht richtig zu war und so immer wieder Abgase reingekommen sind. Das heißt, AGR-Ventil hat gar nicht mehr richtig funktioniert, weil immer permanent Abgase in den Bremsraum gekommen sind. Mhm. Und was passiert? Das ganze Ding hat angefangen zu rußen. Und darum hatten wir hier auch sehr, sehr viel Ruß und auf der Seite nicht. Das heißt, es wird echt interessant sein, diesen AGR-Kühler mal abzubauen, oder AGR-Ventil, ist ja auch in dem Fall auch gekühlt, wassergekühlt, dass wir das abbauen und mal reinschauen, warum er nicht komplett schließt. Weil ich schätze mal, der hat so viel Ruß drin, dass er einfach nicht schließen kann. Das kann sein. Das ist schon interessant, ne? Ja, definitiv. Ich hasse Diesel, habe ich das schon erwähnt? Diesel? Ich hasse Diesel. Okay. Ich schraube nicht gerne an Diesel. Das ist so. Ja. Wir haben keine Zeit, wir müssen, ja, und was natürlich interessant ist, ne, klar, die Seite hat sehr viel gerußt, die Seite nicht. Darum wird es auch sehr, sehr interessant sein, wie wird der Partikelfilter hier aussehen und wie wird der Turbo aussehen hier. Ui, da bin ich auch gespannt. Ja, heute wird es wieder interessant. Wir bauen erstmal Partikelfilter aus, beide Seiten, da vergleichen wir das Ganze auch und gucken, wie es drin aussieht. Das Geile ist, bei diesem Fahrzeug, ich brauche nichts einölen, das ist schon so alles geölt. Ja, also so ein Ölverlust hat ja auch mal seine Vorteile, ne? Von da? Nee, den würde ich auch direkt von da abbauen. Mechaniker. Das sind Selbstgespräche. Fährt immer Selbstgespräche. Ist normal, oder? Ist normal.
damit ich besser dran komme. Oh, Eidosch. Guck dir den Nockenwellensensor an. Ach du Heilige, hatte ich doch recht gehabt. Veröl? Ja. Ist nicht gut? Ne. Das heißt, der verliert auch am Nockenwellensensor innen drin. Das passiert ja auch mal, wenn ein Nockenwellensensor kaputt geht, dass da Öl rausschießt. Echt? Ja. So, das Ding ist auch ab. Ja, da drin ist voll mit Öl. Ja, es könnte auch sein, dass da was reingelaufen ist. Es kann sein, dass da was reingelaufen ist, es kann aber auch sein, dass er kaputt ist. Also da werden wir, glaube ich, nicht sparen. Den werde ich auf jeden Fall erneuern. Weil das Problem ist, wenn er eingebaut ist, da kommst du nicht mehr dran. Nee, da kommst du nicht mehr dran. Aber es ist schon interessant, so einen Motor auseinanderzubauen. Macht man ja auch nicht jeden Tag, ne? Nein, ich auf jeden Fall nicht. Und ich werde es auch nie wieder machen, weil es steht schon mal. War nicht so ein, oder? Nee. Diese V-Bandschellen sind einfach nur grob. Das sind deine Lieblingsschellen? So. Ja. Gucken wir später rein. Guck mal, was runtergefallen ist. Vom Partikelfilter. Oh. Das war der Ausgang. Also normalerweise ist der Ausgang nicht so wild. So, aber das finde ich schon mal nicht gut. Turbo haben wir hier drin. Das ist die Abgasseite und die lässt sich sehr schwer drehen. Nicht gut. Das ist nicht gut. Also heißt das, ist das da drin auch verrußt? Ja, es kann aber auch sein, dass er kaputt ist. Wow! Oh, er war fest. So, diese V-Bandschellen, die kannst du lösen. Und dann, wenn du so weit bist, kannst du einfach zur Seite hier hochheben. Einfach. Dann ja, sollte er natürlich rausgehen, macht er in dem Fall nicht. Der braucht ein bisschen Liebe. Oh, ich sehe schon, was kommt. Wenn du sagst Liebe. Ja. Da kann man solche Kanten. Super. So. Was machst du? Ja, den schiebt ja auch. So, jetzt kommt das gleich. Neu. Das ist so eine Kamera. Links, rechts, links, rechts. Tanzend. So, jetzt gucken wir mal, wie es innen drin aussieht. So, da sehen wir sofort schon Partikelfilter. Ne? Ganz normal, siehst du? Seiten und so. Wow, der sieht schon gut auf, ne? Das ist echt eine gute Kamera. Also, man sieht, ne? Die Seite, top. Gar nichts. Ne, man sieht gar nichts. Seiten, top. Unten, top. Lass mal hochschauen, gar nichts. Also hier ist null Ruß, Leute, null. Nur Dreck, also Ansatz von Ruß, aber das war's auch. Also der ist sauber. Das war die das Ding ist, gute Seite. Das war die gute Seite. Jetzt kommt die böse Seite. Ja, mittlerweile müssen wir echt dazu böse Seite sein. Ne? Jetzt schauen wir mal hier rein. Kann ich das halten? Ja, Alter. Jetzt gucken wir hier rein. Einfach nur gerade, du siehst. Der ist voll. Ne? Das sind so kaum Löcher. Weil wenn du hier schaust, guck dir das hier an. Du siehst schön die Zellen. Ne? Mhm. Und du siehst sogar, wenn du genau schaust, in der Mitte siehst du sogar das Loch, was weiter geradeaus geht. Und hier siehst du das gar nicht. Guck dir das an. Die Zellen sehen auch hier so ein bisschen komisch aus. Ne? Ja, ja, weil der Ruß voll ist. Also jetzt achte mal die Seiten an. Ah, ich habe da gerade noch was gefühlt. Da siehst du. Was ist das? Das ist die Sondersonne, oder? Da siehst du hier Rußfahrt. Mhm. Von unten siehst du die Ablagerung. Siehst du das? Mhm. Das ist komplette Ablagerung.
So, wenn ich mit der Hand drauf gehe. Boah, ist auf jeden Fall eine gute Schicht drauf. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Schicht drauf. Ja, okay, ich habe schon Schlimmere gesehen, aber ist okay. Hier an der Seite siehst du halt viel. Ja, es ist okay. Ist jetzt nicht so wild, aber... Das Ding ist echt gut. Ja, das Ding ist gut. Nicht so schwer, ist richtig gut. Ja. Die rechte Seite ist voller Ruß und die linke nicht. Eigenartig. Das zieht sich komplett durch, ne? Guck mal hier, wie leicht der ist. Und jetzt lass mal hier rüber gucken. Schwer. Aber richtig schwer. Weil er auch voll mit Ruß drin ist. Mhm. Da sieht das nicht so schlimm aus auf dieser Seite, das stimmt. Ja. Das ist alles ziemlich dunkel. Der dreht durch. Echt jetzt? Jo. Ja, oh mein Gott. War das das erlösende Geräusch? Nee, leider nicht. Genau das meinte ich. Oh nein, der ist abgebrochen. Ja. Den müssen wir durchspannen später. Nein. Nee, da ging gar nichts mehr. Also ich sehe da eine Schraube. Boah, wie kriegen wir den ab hier? Das ist interessant. Warte, Alter, schau. Mhm. Ist das mit Krümmern komplett oder was? Kann das gut möglich sein? Ach, der ist auch ab, siehst du? Oh. Normale, ja, ist natürlich voll mit Wasser noch. Ja, die werden wir später mal abbauen. Ne? Weißt du, was geil ist? Was denn? Wenn du da drüben einmal ausgebaut hast und weißt, wie es geht, hier geht es dann leichter. Ratzefatz. Du weißt ja, wie es geht. Ja. Weißt du, da kannst du einmal üben und dann kannst du hier einen auf Dings machen. Experte machen. Okay. Ah, ja. Aber wie man Gerwind hier ausbaut, zeige ich euch bei VC. Falls ihr es auch euch vor dem Hof machen wollt, ganz kurz, ich erkläre euch, wie das geht. Hier die Schraube abbauen, da unten die Schrauben abbauen, die zwei Schrauben. Aber aufpassen, die brechen gerne mal ab. Ne? Das passiert bei mir oft, weil jeden fünften Mal oder so brechen die ab. Ich mache es ja 10 Mal in der Woche. Von daher, ich habe Probleme beim ausgebauten Zustand da dran zu kommen. Jetzt stellen wir vor, im eingebauten Zustand. Ja. Kommst du never dran. So. Warum habe ich meine Handschuhe ausgezogen? Wann habe ich meine Handschuhe ausgezogen? Das ist die Frage. Wann? Ja, das habe ich auch nicht mitbekommen. Da ist der Anlasser. Aber der Turbo, guck mal hier, hier. Da sitzt er mit 3 Schrauben noch hier drinnen, mit dem Anlasser zusammen. Oh. Ah ja. Ah ja. Das heißt, wir müssen erst den Versteller rausholen, damit wir die Schrauben da vom Turbo lösen können. Mhm. Das heißt, Schelle, natürlich V-Band, ist klar. Und dann haben wir eigentlich nur noch die 3 Schrauben. Dann könnten wir den eigentlich so rausholen. Glaube ich. Weiß ich nicht, werden wir sehen. Oh mein Gott, hier ist alles schwergängig, auch hier die Klappe. Ich verkaufe jetzt meine linke Niere und ich kann jetzt den Ölverlust erstmal abzahlen. Und danach sagst du nochmal, ja, Turbo ist wahrscheinlich auch nicht gut, das ist noch gut, Partikelfilter muss gereinigt werden, das und dies und jenes, Dichtung, Krümmer, Schrauben, das Schrauben, die Schrauben. Wie soll das eigentlich zahlen? Wie kommst du nur auf die Idee, so ein V10 auseinanderzunehmen? Ne? Wenn ich das wüsste, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Würdest du das wirklich nicht machen, jetzt auch an dem Standpunkt, wo du jetzt bist? Sagst du, ich hätte das wieder gemacht? Hätte es wieder gemacht. Hättest du wieder gemacht. Ja, aber das sagst du vielleicht jetzt auch nur, weil du eine Werkstatt bist. Nein. Du opferst ja auch viel Zeit. Hallo, es ist ja eine Herausforderung auch für mich. Na klar. Es ist ja nicht so, ne? Ich sage ja nicht, ich habe das nie gemacht.
Leute, was ich einmal gemacht habe bei einem V10, ist einmal die Lichtmaschine gewechselt. Das habe ich gemacht, aber sonst das? Gar nichts. Das war zwar... Konnte man da dran kommen? Ja, auch so, genauso abgebaut. Echt jetzt? Ja, das habe ich gemacht damals. Bei was für einem Auto? V10, Touareg war das. Ah, ein Touareg, genau. Das war ein Touareg, ja. Da hat man ein bisschen mehr Platz. Das könnte ein bisschen mehr sein, ja. Das war ein Touareg. Aber du musst dir ja vorstellen, das haben wir aber zusammen mit Mitarbeitern gemacht. Ja, das ist was anderes. Ja, also ich hab, da war ich nicht selber nur dran. Mhm. Aber jetzt, wo ich selber hier dran bin, dann so ein Auto lohnt sich nicht, ja, stimmt. Für einen normalen Menschen lohnt sich das nicht. Nein, wird es nicht. Aber es macht mir unheimlich viel Spaß. Das ist sowas, da mache ich gerne sowas. Aber man lernt ja auch dazu, ne? Natürlich, das ist ja das. Glaub mir, wenn ihr danach einen V8 auseinander nimmt, dann lacht ihr dabei. Dann lacht ihr. Ein V8, sagt ihr. Ja, was ist das schon? V8? Ach Mensch. Wow. Ja, Turbo bewegt sich. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da denkst du dir später, Kollege, wie kriegen wir diese Schrauben wieder drauf? Das sind so Sachen. Oh, das ist extra lang, gehört dorthin. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, jetzt haben wir eigentlich alles ab. Ich hab den jetzt ab hier. Ja, ihr kommt jetzt auch raus, Alter. Also doch richtig vermutet. Ja, so einfach wird es natürlich nicht funktionieren. Wow. Ja. Eine Mutter. Habe ich irgendwo eine Mutter vergessen? Ach nee, ne? Der hat hier einen Rücklauf. Ölzufuhr kommt von hier und hier hat er den Rücklauf. Was? Wieso ist das unüblich? Natürlich ist das unüblich. Wahnsinn. Er hat den Rücklauf einfach hier, guck mal. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hier. Hier ist der Rücklauf einfach. Wahnsinn, geht sofort in die Ölwanne rein. Okay, ist da eine Dichtung runtergefallen? Hast du was gesehen da? Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Vielleicht haben wir es übersehen. Das ganze Öl mit Ruß. Ja, wir gucken uns das gleich an. Die Schwester, Frau, wer hat so mit Qualität gearbeitet? Einfach mal so ein Teil mit 50 Schrauben festmachen. Das ist Wahnsinn. Also ich kann mir, also wenn, egal was für ein Luxusauto ihr kauft, mit so einer Qualität wird nicht mehr gearbeitet, sage ich dir jetzt schon. Das waren noch Zeiten. Das waren Zeiten. Guck mal hier. Ja. Die innere Manschette ist kaputt. Können wir auch fertig machen. Du siehst das schön. Das hier. Hat ja voll gesaftig. Mhm. So, die drei Schrauben, die holen wir schnell raus. Und dann ist der schon fertig hier, die Seite. Achso, Ölschrauben müssen wir auch abbauen. Super. Ich sehe gar nichts. Ja, das heißt, wir müssen den Turbo erst zur Seite nehmen und dann erst die Schraube abmachen. Oder wir machen uns die Arbeit und bauen die Leitung komplett aus. Der eine war nach unten verbaut und der ist so verbaut. Finde ich geil. Hat der gesagt, wie haben wir denn nochmal auf der linken Seite verbaut? War der gerade oder Dings? Was sagst du, war gerade? Der war quer, ne? Okay, bauen wir auch so an. Wow! Der diesen Motor entwickelt hat, würde ich gerne kennenlernen. Okay. Also jetzt nicht negativ im Sinne. Ja, positiv? Positiv, ja. Weil ich finde ja, so ein Motor ist ein Meisterwerk. Seinen Beweggrund würde ich gerne wissen. Ob ein Mechaniker mit seiner Freundin abgehauen ist oder so. Ich glaube, der hat einen reichen Kumpel gehabt wahrscheinlich, der gesagt hat, bau mir ein Auto. Ich will ganz hohe Rechnungen bekommen, wenn ich in die Werkstatt fahre.
Kein Problem. Du kommst doch gar nicht dran. Wie willst du hier dran kommen? So. Torbau. Wahnsinn, ne? Dass er den Rücklauf einfach so hat. Das ist ja vorprogrammiert hier, Aldosch. Dass der hier Öl verlieren kann. Das ist ja vorprogrammiert. Oh, sorry. Ja. An Wahnsinn. Rücklauf, ja. Ne? Ja. So, hier sieht er es nochmal. Hier, guck mal, wie gut er sich drehen lässt. Super, ne? Kommt ganz easy. Ja. Und hier, dicht. Hier ist er voll schwer. Ja gut, das sehe ich jetzt natürlich nicht so gut, weil... Ja, auf jeden Fall. Turbos müssen auseinandergebaut werden. Aber was ich schade finde, dann will ich so kleine Turbos hier haben, ne? Ja, ne? Ein Riesending. Das hat so ein... Ich meine, der hat zwei, aber der hat zwei kleine. Ja. Ja, aber ich meine, ey, hallo? Das ist ja aber auch ein V10, Alter. Das hast du nicht vergessen. Ja, was mich jetzt nicht wieder glücklich macht, die Seite... Turbo hat nicht richtig gedreht, erstens. Zweitens, Turboschlauch war kaputt. Drittens, AGR-Kühler hat nicht richtig funktioniert. Sehr viel Ruß. Mhm. Das heißt, die komplette linke Seite oder war einfach nicht gut. Und wenn wir den jetzt fertig machen, alles ist sauber, Turbo funktioniert einwandfrei. AGR-Venti funktioniert einwandfrei. Oder vielleicht vergesse ich die ja beim Einbau. Kann ja auch sein. Partikelfilter. Reinigen. Ich sag dir, das Ding wird... Also der wird gut abgehen danach, wenn wir den natürlich zum Laufen bringen. Das ist ja auch so eine Sache. Optimistisch müssen wir zusammenbauen können. Ey, guck doch mal. Einmal mal zwei AGR-Ventile abgebaut. Zweimal Partikelfilter und plus zwei Turbos. Das Ding sieht immer noch voll aus. Ja, und mit dem Partikelfilter werden wir natürlich irgendwo hingehen und die reinigen lassen. Weil die anderen müssen ja auch gereinigt werden. Sind die teuer? Neu? Nein, ich meine so, jetzt wenn ich das klauen würde. Stimmt. Stimmt. Alles, was ist los mit dir, ja? Ich mach linke Geschäfte. Sag doch jedem, dass du kein Geld verdienst, weißt du so? Aber mach es nicht so offensichtlich. Ne? Ja, du zahlst mir ja nichts. Ja, aber dann brauchst du ja nicht... Ich meine Massage. Trotzdem, brauchst du ja nichts klauen. Vielleicht kann ich mir da ein paar Massagen bezahlen. Ja, egal. So. Alles erstmal auseinandergebaut und dann schauen wir nächstes Mal an, wie die AGR-Ventile sind und dann gucken, was VW sagt und dann geht's so weiter. V10 wird sehr interessant und ich muss mit meiner Bank mal erstmal reden. Ein bisschen teuer, das Ganze. Tja. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen. Leute, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Kfz-40 in Not. V10 auseinanderbauen. Ich glaube noch 10 Videos, dann haben wir den auseinandergebaut, Aldosch. Ja, ich glaube auch so Tag 200, was weiß ich nicht. Und der sieht immer noch gleich aus.